So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier in unserer kleinen, freundlichen und nicht so ganz friedlichen Bastelstunde. Mal gucken, ein paar Spinnen hat er abgeschossen. Schauen, ob er irgendwo was gefunden hat. Motoren finde ich echt gut, die brauche ich jetzt auf jeden Fall. Schnieke Sache das. Aber mehr Spinnen sind es wohl anscheinend nicht. Ah, es gefällt mir. Super. Ja, aber jetzt ist halt so der Moment der Wahrheit. Entweder es kippt alles um oder halt nicht. Eigentlich müsste es dadurch irgendwie gehalten werden. Ob den dann wirklich so ist, keine Ahnung. Das ist jetzt halt ein Selbstversuch. Mag das gar nicht lösen, ehrlich gesagt. Weil ich so ein bisschen Bammel habe, dass das jetzt alles zusammenkracht. Sollten wir sonst vielleicht Triebwerke nach links und rechts anbringen, dass er dann dadurch die Position hält? Nee, eigentlich nicht. Was? Hä? Was war das? Ist alles weg. Nichts ist mehr da. Hä? Warum verdammt nochmal? Okay, ich habe ja schon alles Mögliche gesehen, dass irgendwas explodiert oder sonst was, aber dass das dann einfach verschwindet, weil ich einfach ein Zwischenteil rausnehme. Das ist neu. Okay. Das ist scheiße. Aber so richtig. Da hat uns Clang mal voll an den Eiern gepackt, ja. Aber so richtig. Also bleibt mir dann jetzt doch nichts anderes übrig, als das wieder so zu machen wie vorher. Oder beziehungsweise so, wie ich das ursprünglich vorhatte. Mist. Ja. Okay. Das schalten wir mal aus. So, ein Fahrwerk. Alter, das ist jetzt ja richtig, richtig kacke. Wieso tut es sowas? Ja, ich brauche jetzt erstmal irgendeinen Bereich, wo ich basteln kann. Das heißt, das muss ja alles geändert werden. Genau, das betonieren wir hier alles ein. Die Spinnen können damit eh nichts anfangen, von daher ist es egal. So, das nehme ich euch hier wieder weg. Müsste eigentlich reichen, oder? Zum Basteln? Irgendwo ist doch wieder was. Nee, wieder aufgetaucht ist es nicht. Das wäre jetzt auch echt phänomenal, wenn das jetzt wieder auftaucht. Also ich hätte nichts dagegen, es war jetzt immerhin viel Material und Zeit. Klasse. Von wegen, es funktioniert alles reibungslos. Hm. Ist echt übel. Also hätte ich lieber gesehen, dass es explodiert. Das wäre wenigstens noch so. Ja, yippie. Toll. Also alles nochmal. Ärgerlich etwas.
Ah, gut. Dann nehmen wir das noch mit weg hier. Okay. Dann können wir das hier so machen, dass man hier hoch geht. Ja, wobei, das ist ein bisschen unvorteilhaft. Wegen diesem Weg. Also machen wir das dann... Machen wir das so, genau. Dann können wir da direkt drauf zugreifen. Wunderbärchenhaft. Sehr schön. Ja, und wenn er nicht spawnen kann, dann fühle ich mich auch sicher. Okay, also brauchen wir jetzt erstmal das hier. Genau, so. Wunderbärchenhaft. Tja. Jetzt mal überlegen. Ich glaube so, und dann hatte ich das nach oben. Aber hier waren ja jetzt die, die dran, genau. Also ich könnte letztendlich, habe ich überlegt, das noch ein bisschen umbauen. Genau, dann kam das so, so, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Düpp, düpp. Mhm. Kann man dann ja hier verbinden, ne? Dass es stabiler ist. Aber das machen wir dann später. So. Genau, 1, 2. Oh Mann. Genau. Haben wir das und das. Ach so, Ah, wobei. Das sehe gut aus, aber nein, passt leider nicht. Aber ich könnte es trotzdem so machen. Dass es gleich aussieht. Ja, das könnte man wirklich machen. Ist ja gar nicht so eine schlechte Idee. So, dann entsprechend das und das. Ja, dann ja auch wieder. Sind auch noch dran. Ja, was ist weg, ist es weg. So, den Motor habe ich an der Seite dran. Das heißt, dann kommt der hier dran. So. Ja, wir sehen, wir haben dann jetzt praktisch nochmal welche, die dafür sorgen, dass es nicht nach links und rechts kippt. Hoffentlich. Ja. Übel. Echt übler Kack, Mann. Mhm. Was ein Schrott. Ja, jetzt will ich nur mal legen, ob ich dann praktisch hier vorne das dann gleich verbinde. Zum einen Stabilität halt, ist das, ne? Sieht dann aber auch ganz gut aus. Genau. So. Das hier noch, genau. Hier kann man auch so eine kleine
Aufliegefläche machen. Sips. Ja, noch zumachen. Genau. So. Dip. Und das geht ja so nicht. Ha. Ja, habe ich auch schon eine Idee. Dazu müssen wir erstmal die Räder dran basteln, aber das denke ich, machen wir beim nächsten Mal dann. Also, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.